Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es mal darum gehen, was ich davon halte, dass man zum Beispiel Labymod Cosmetics gegen Ingame-Geld verkaufen kann oder auch andere digitale Dienstleistungen, Leute. Und zwar ist es ja vom Gyfer Games Team auch in den Regelwerk erlaubt, dass man alle digitalen Leistungen, sprich zum Beispiel, wenn ihr jetzt für jemanden ein Banner designt und er euch dafür Gyfer Games geben gibt, geht das auch noch als digitale Leistung durch. Oder wenn ihr zum Beispiel jemand euch seine Labymod-Sachen für Ingame-Geld verkaufen würde, die ihr für echt gekauft habt, geht das natürlich auch noch durch. Was ich persönlich daran so... Also wir fangen jetzt erstmal mit dem grundlegenden Sachen an. Diese Labymod-Sachen sind ja nicht schlecht, sehen gut aus. Ihr seht ja meine Rings, die habe ich auch für Ingame-Geld gekauft. Ist generell eine gute Sache, finde ich, weil es so muss man persönlich, wenn man nicht so viel Geld hat, erstens mal kein Geld ausgeben, kein Echtgeld zumindest, um sich solche Sachen holen zu können, ja. Wie zum Beispiel diese Rings, ja. Man muss einfach nur auf Gyfer Games spielen und sich das Geld im Prinzip erwirtschaften. Finde ich recht gut gemacht, aber dann ist natürlich, gibt es auch mal wieder noch den Nachteil dieser Seite, dass es Leute gibt, die sich einen Haufen Rings holen, für keine Ahnung, was kostet permanente Rings, 25 Euro, verkaufen die Ingame für 200.000, kommt ungefähr, wenn man das für Echtgeld kauft, kommt das auch ungefähr an, Leute, und kriegen den dafür Ingame-Geld und werden dann dadurch reich. Das finde ich schon wieder verwerflich rum an der Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Ding ist, es gibt Leute auf dem Server, die haben einfach mehrere tausend Euro für Dinge wie zum Beispiel Kisten, etc. ausgegeben und sind dadurch reich geworden. Oder dass es auch die Methode jetzt gibt, dass man mit diesen Rings reich werden kann oder mit diesen Emotes oder mit allen anderen Zusätzen, finde ich ein bisschen fraglich, Leute. Weil ganz ehrlich, es ist immer eine gute Sache für Spieler wie mich, die jetzt kein richtiges Geld ausgeben wollen, aber das ist für mich dann wiederum kein ehrliches Spiel. Dann würde ich lieber auf diese Dinge verzichten und würde sagen, dass es lieber verboten ist. Es ist aber zum Beispiel auch erlaubt, Leute, dass ihr, wenn jetzt jemand, also ich glaube zumindest erlaubt, ihr könnt mich gerne unten in den Kommentaren korrigieren, falls ich falsch liegen sollte, wenn ihr jetzt jemand zum Beispiel, sagen wir mal, eine Million payt und der euch dafür Ingame Supreme holt. Das ist nach meines Wissens auch erlaubt, weil es eine digital, immer noch die digitale Dienstleistung ist. Aber was wiederum nicht erlaubt ist, ist es halt, Ingame, was digital ist, also zum Beispiel Spawner etc. in Ingame-Item gegen Echtgeld zu verkaufen. Weil dies verstößt ja wieder das verstößt auch gegen Mojang-Paragraph. Man darf ja sich dadurch ja keinen Ingame-Vorteil erschaffen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit diesen Wings bekommt ihr keinen Ingame-Vorteil. Und die Ränge auf Gyfer Games sind ja auch so gestaltet, dass ihr keine Ingame-Vorteile daraus bekommt, ja. Das ist ja wiederum das Ding. Sonst würde ja Gyfer Games mit den Rängen gegen die Mojang-AGBs verstoßen und das heißt ja, dass der Server dann down gemacht werden würde. Aber, dass man wiederum auf einer Seite für Echtgeld auch noch Spawner und sowas kaufen kann, das ist ja dann halt wiederum verboten, aber nach meines Erachtens, wenn man jetzt zum Beispiel sowas mit diesen hier Rings hier hat, dass man die für 25 Euro kauft und Ingame für 200.000, sage ich mir, verkauft, ja, und dass man sich dann einen Spawner zum Beispiel für 10 Euro kaufen kann und der 170.000 wert ist, dann sollte man nach meiner Meinung das auch erlauben, weil das ist eigentlich für mich nur Gleichberechtigung. Aber das Gyfer Games argumentiert damit, dass das ja hier ein digitales Dienstleistungsprodukt ist. Also, und wenn man jetzt zum Beispiel jemand Echtgeld gegen Spawner gibt, ist das wiederum kein digitales Dienstleistungsprodukt. Weil wenn ich jetzt diese Wings kaufe von jemandem ingame, der hat die zwar für Echtgeld verkauft, aber das, was er mir denn als Produkt verkauft, ist denn wiederum auch was Digitales. Heißt, es ist wiederum erlaubt, Leute. Also ich finde die Argumentation irgendwie ein bisschen schwammig, muss ich in der Hinsicht ganz ehrlich sagen. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Was ich aber allerdings noch sagen muss dazu, ist wirklich, dass es so viele Leute gibt, die sich einfach unzählige Kisten auf Gyfer Games kaufen, die öffnen, irgendwie einen Spawnplot-Gutschein daraus ziehen, die jetzt ja auch im Moment wieder im Wert gestiegen sind, weil Upgrade ja wieder am Wochenende die Spawnplots rausgibt. Ich hoffe, ihr habt die News gelesen, Leute. Wenn nicht, schaut mal ins Forum, da steht eine ausführliche News drin, dass am Wochenende erste bis zweite Reihe Spawnplots bei Upgrade im Stream um 19 Uhr verlost werden. Ich weiß jetzt nicht, welcher Wochentag das ganz genau war, aber gut. Dass sich Leute unzählige Kisten kaufen, und denn damit einfach reich werden, indem sie diese Ingame-Sachen verkaufen. Aber die dürfen, das ist ja wiederum ein digitales Produkt. Nur das, was sie für dieses echt, also die haben im Prinzip,
wenn man so sieht, hat Güfer Games einfach einen Zwischenhändler dazwischen geschalten. Er gibt denen nicht direkt Money, er gibt denen etwas, womit sie Money in-game bekommen können, aber was halt auch wiederum Glücksspiel ist, weil bei den Kisten siehst du eigentlich sehr, sehr selten was Großes raus. Naja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video dazu gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Abo und ein Like da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir eine Kritik unten in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal besser machen könnte oder was ich vergessen habe zu sagen, welchen Argumentationspunkt es vielleicht noch gibt. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.